So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, denn der Manns Haulwurf ist da. Guckt euch den an. Ne? Der hat gesagt, er braucht Mittwoch unbedingt ein Video. Wir können doch auch einmal uns zusammensetzen und mal was essen. Ja? Jetzt wusste ich nicht, was er vorhat, aber damit ihr das seht, er hat sich hier schön aufgebaut, seine Kamera. Was zu trinken, einen Teller zum Dinieren. Dann haben wir hier meinen Teller, zwei Dosen, 500 Dosen Bier und hier gibt's Essen. Wir haben nämlich hier Zoo Royal Grillhappen mit Rind-Julienne-Karotten, Grillhappen mit Huhn-Gemüse, Paprikacreme, Pastete mit Kalb, Kartoffeln und Karotten, Pastete mit Huhn und Leber, das ist für einen Hund. Und dann kommen die Katze Junior, reich an Geflügel, Pastete Pude pur. Monoprotein, Alter, wir werden so Muskelprotz sein danach. Wildpastete auf Aspik und Lachspastete mit Forellenstückchen Joghurtgelee. Der Manns muss aber seine Ansage noch machen für sein Video. Und dann wollen wir das mal testen, uns aufteilen, jede Packung teilen und dann mal gucken, wie das schmeckt. Moin und willkommen zurück bei Manns Haulwurf. Ich bin Manns Haulwurf und ihr seid YouTube, da ist Ramses der Dicke. Hallo. Und ja, ich habe gegrübelt und gegrübelt, letzte Woche kein Video gebracht, weil ich ja mein Lesegerät für die andere Kamera hier bestellt habe. Und das ist natürlich das falsche Lesegerät, also letzte Woche kein Video. Ich überlegt, was können wir denn mal machen, Ramses, wir machen ein Video zusammen. Wir essen ja gern, also habe ich gesagt, wir essen heute Hunde- und Katzenfutter. Ich habe jetzt vier Sorten, oder wir haben jetzt vier Sorten Hundefutter und vier Sorten Katzenfutter. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit so einem kleinen Ding an, oder? Wollen wir das immer abwechseln oder erst alle Katzen durchziehen? Ja, wir können auch abwechseln machen. Oh, okay, nimm einfach da rum, wie es bei so, dir steht. So, wir haben jetzt hier als erstes Lachspastete mit Forellenstückchen auf Joghurtgelee. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das ekligste von allen, so wie es sich anhört. Serviervorschlag. Also eigentlich müssen wir noch eine Katze dazulegen und ein bisschen Petersilie. Ja, du machst es schon. Hier die Videospringer, oder? Darfst dir die Hälfte draufpacken, dann packe ich mir die Hälfte drauf und dann sind alle glücklich. Abdullah seine Milch. Cool. Also riechen tut's wieder heben. Da können wir ja mal eine Bestellung aufgeben. So, dolle. Ja, das riecht halt wie Katzenfutter. Ja, genau. Nimm dir mal noch einen kleinen Löffel raus. Das ist richtig genial. Na, damit es ungefähr hält. Hörst du da den Hintergrund? Alter, ich sag nichts mehr. Warum das? Ich bin ein größter Mensch. Wir müssen doch hier arbeiten. Aber hier, guck, das ist jetzt das erste Lachspastete. Mit Forellenstückchen Joghurtgelee. Eigentlich könnte ich es auch einfach hier raus essen, aber gut, wir packen es mal hier drauf. Da ist noch Gelee dabei, das sieht aus wie Frühstücksfleisch. Also was soll daran bitte eklig sein? Das werden wir jetzt zuerst probieren und essen. Guten Appetit. Ja, Mahlzeit. Wieso ist das oben drauf so pervers braun und unten so hell? Ist da die Sonne nicht rangekommen? Ich denke mal, das ist diese blöde Gelatine oder was ist das einfach? Ja, riecht was wie er das Facebook sagt, riecht wie du, wenn du aufstehst. Ich könnte jetzt schon kotzen. Forellenstückchen, Joghurtgelee. Ja, das muss weg. Ich weiß nicht, schmeckt da kein Fisch. Ich schmeckt irgendein haariges Bällchen, was in der Mitte immer drin ist und dann rauskommt. Also ich merke beim Kauen schon ein bisschen so einen ekligen Würgreiz, wo ich denke, ich muss gleich... Ich auch. ...komplett entsaften, deswegen. Oh. Das Blöde ist die Sonne jetzt noch dazu. Sonne ist gut, lasst Sonne in euer Leben. Müssen wir wirklich die ganze Portion essen? Nee, wenn ich schieb mal es beiseite und probieren einfach alles. Das ist auch voll trocken irgendwie, oder? Ja, wie ein Beutel Sand. Stinkender, ekliger Sand. Beutel mit Schleim. Was war das jetzt, Lachs? Da ein Brötchen dazu wäre bestimmt optimal, aber so. Vor allem was für ein Joghurt. Ich schmecke da nichts Joghurt, ich schmecke da kein Fisch, ich schmecke einfach nur, ich weiß nicht. Ja, ich finde die Konsistenz eklig. Weil da halt was drin ist und das... Wenn das alles nur weich wäre und räudig, dann wäre das ja das eine, aber... Keine Ahnung. Ne.
Also Forellenstückchen und Joghurt ist schon mal nicht zu empfehlen. Na, schieben wir es mal kurz ein Stück hoch. Kann man ja später noch essen, ja, sozusagen. Oder wir lassen sie stehen, falls Katzen kommen. So, als nächstes haben wir Pastete, reich an Huhn mit Leber. Mit Verdauungskomplex. Also, gut fürs Kecken. Halt hier. Lecker. Uah. Kommt die ganze Brühe raus. Also wenn das jetzt auch so trocken ist, würde ich mich verarschen. Oh. Mm, komm mal jetzt in den Mund. Ja. Das ganze Stück. Guck mal, da ist Leberwurst drin. Wow. Ich hab schon wieder so ein kleineres Stück als du. Aber ja, du machst es mit Absicht. So. Nein, das du ist, weil der Löffel nicht gerade ist. Wir hätten besser mit einem irgendwelche komischen Moves. Vor allem, warum eigentlich auskratzen? Das geht ja um nichts. Am besten drin lassen. Achso, das ist also wie gesagt jetzt Hund, Pastete, Huhn mit Leber. Also ja, doch Leberwurst, ey. Genau das, was ich mag. Da werden wir uns jetzt ja auch mal ein schönes, schmieriges Stück abmachen. Das läuft richtig. Guten Appetit. Boah, Appetit. Alter Hund, Alter. Was ein Unterschied. Schmeckt viel besser. Ich kaufe meiner Katze jetzt nur noch Hundefutter. Da muss sie nicht das teure Gulasch immer essen, da kann sie Hundefutter essen. Schmeckt genauso. Schmeckt wie Leberwurst. Das geht gut rein. Ist noch nicht so trocken und ist nicht so fettes Stückchen. Kriegst auch keinen Würgreiz, weil es nicht so stinkt. Die Größe des Hundes. Wir sind zu schwer, wir dürfen das gar nicht essen. Okay, das zweite Stück ist ekliger als das erste. Ich probiere es nochmal. Aber das ist auch nicht so, da ist so viel Matsch drin, das kann man besser schlucken und kauen. Hätte man mal einen Beutel zulegen sollen oder so. Zum Köcken? Ja, man kann nicht auf den Spielplatz her. Dann müssen wir wegrennen. So, ein Viertel haben wir. Ja, ja. Tu dir keinen Zwang an. So, als nächstes, ich habe noch nicht mal aufgefuttert. Das erste ging so gut, das Wetter kriegst du gar nicht rein. Vielleicht hat deswegen das so gut geschmeckt beim ersten Mal, weil er noch den Biergeschmack im Mund hatte, ist das nicht so durchgekommen, ja? Ne, ich fand es besser als das Katzenzeug. So, jetzt haben wir wieder Katze. Wildpastete auf Aspik. 6 Kilo Katzen. Alter, wer hat denn eine 6 Kilo Katze? Beim sind da so harte Stückchen drin auf einmal. Ah, das wird noch schlimmer. Das ist wie beim ersten auf einmal. Das hat, ist, weil das daneben lag, ist das jetzt darüber gekommen. Oh. Oh, das sieht aber schön aus. Guck doch mal, wie herrlich. Schön aspik. Und jetzt rein, danke Höchste. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so gut ist, wenn wir mitten hinkotzen. Nee, ist ja auch nicht. Deswegen mach halt das T-Shirt vor und mach's halt ins T-Shirt rein. Natürlich. Und dann laufe ich durch die ganze Stadt heim. Wildpastete auf Aspik, ja. Nochmal so dazu. Boah, jetzt fliegt's hier durch die Gegend, ich sag's dir. Irgendwann sind die Teller zu klein. Vielleicht sollten wir dann einen zweiten Teller nehmen. Haben wir noch genug. So, so rein in den Schlund. Wild. Ich glaube, das Aspik ist jetzt das Eklige daran. So, zum Wohl. Riecht wie das erste. Das ist aber auch in Ordnung. Da sind immer so Körnel drin. Ja, eben. Wie die Eier im Surströmming. Oh, das schmeckt aber mit der Zeit richtig intensiv. Was war das Wild? Mir stört dieses Körnige komplett. Aber übel.
Das ist wie als hättest du den Sand von hier unten mit drin. Mm. Irgendwie ist das schön weich, du kannst es sogar mit der Zunge einfach zerdrücken, aber... Das wird voll zu Sand. Reicht es, wenn wir mal einen Löffel probieren? Ehrlich. Okay. Können ja noch durch die Stadt laufen, können Häppchen verteilen. Ich würde sagen, das erste war immer noch das Schlimmste. Weil das Joghurt und Fisch. Hier kommen schon die Fliegen. Jetzt kannst du wieder den Hund. Mach uns den Hund. Oh, jetzt haben wir ein richtiges Menü hier. Wir haben Pastete reich an Kalb mit Kartoffeln und Karotten. Ist wieder mit Verdauungskomplex, also scheißen wir heute Nacht schön, heute Abend. Kalb, Kartoffeln und Karotten. Das ist ein Menü. Wenn ich mir das Bild hier schon angucke. Und wie der Hund sich freut, ne? Der freut sich auf jede Packung. Scheiß Hund. Das ist ja auch immer dasselbe. So, Serviervorschlag. Eigentlich sollte man noch eine Karotte dazulegen. Im Endeffekt sitzt er da und freut sich und dann, nee, du kriegst nichts, das ist nur fürs Bild. Halt dein Maul, zack, wir machen nur Fotos. Und dabei hat er gar nichts gekriegt an dem Tag. Der arme Hund. Ja, eben hast du lauter Häppchen gehabt, jetzt hast du wieder einfach nur einen ganzen... Ja, die Hunde, die haben irgendwie alle keine Zähne, kann das sein? Dicken Brei. Ach, guck mal, das ist richtig die Kartoffel. Das sieht ja schöne Auflauf, Gemüseauflauf. Eine Pastete ist das. Muss man mal einen Schluck trinken. Das sieht das andere Zeug aus, wenn man den blinden Sand. Es riecht wieder ein bisschen penetrant. Die ganze Brühe drauf. Pastete, Kalb, Kartoffeln und Karotten. Guck doch mal, wie schön. Jetzt erzählt jemand drauf gepisst. Wieso sieht dein Teller so gut aus? Ich habe es nicht umgedreht. So unten sieht es bei mir genauso aus. Du hast die ja immer kopfüber drauf. Ja, ich immer auf dem Kopf. Ne? So. Meinst du, die wollen runterkommen und auch mittesten? Guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Ich hab aber gerade einen Rülps. Wenn ich jetzt Rülps nehme, zeige ich mir kotzig. Ich nehme hier die Kartoffeln noch mit. Ja. Ich glaube, das Schlimmste sind die Karotten. Das ist richtig eklig. Was war das? Menü. Kalb. Die Kartoffel ist auch abartig. Zum Glück geht's mit der Katze da weiter. Aber wir haben die Hälfte geschafft. Zumindest zu probieren. Stell dir vor, wir hätten es also gefuttert. Teilweise schmeckt die Kartoffel wie wenn du normales Dosenfutter hast für Menschen. Und teilweise schmeckt die auch voll alt und erdig. Ich finde es halt einfach nur noch eklig, die ganze Zeit. Ja, das ist das Problem. Du kaust die ganze Zeit, du hast alles im Mund, Riesenbrei. Und du traust dich einfach nicht dann, es runter zu schlucken. Deswegen spüle ich immer mit runter. Genau in dem Moment, wo ich schlucken will, kommt der Würgereiz. Also, Bier. Ach so, das sind die Tricks. Du schluckst das gar nicht, du trinkst einfach nur und dann ist es automatisch. Ja, ich spül den Rest dann weg. Ach so, wir haben die Hälfte dann, deswegen kann man jetzt einen neuen Teller nehmen. Das ist aber sehr schön. Naja, das ist mit deiner ganzen Soße, du vermischst doch alles. Hier hast du jetzt das Monoprotein, Pastete Pude pur. Ah, da kann ich nachher ins Fitnessstudio. Pude pur, das kann doch nicht so scheiße schmecken, oder? So, jetzt haben wir Pude pur mit hier. Hier stehen hinten keine Eiweißangaben drauf, doch. Rohprotein, 10%. Triple P. Von 100 Gramm. Pastete Pude pur. Oh. Mein Magen freut sich. Und Protein endlich, was auch. Was da ist. Alter. Das ist aber schön hell, das hat eine... Eine Pude halt. Das sieht richtig gut aus, wie wenn es so eine Dosenwurst aufmacht. So eine, ja. Guck genau, wie das geteilt wird. Es geht mit dem Löffel nicht gescheit. Wir essen doch immer nur einen Löffel. Ja, es ist so scharf, deswegen kriegt man dann einen Schluck auf. Oh, ne, riecht da nicht dran, Alter. Protein, Pastete, Pude pur. Quadribbel, Double, Double. Das riecht aber wie Scheiße. Ja, das riecht gut, hast du recht. Finde ich bisher am besten. Abartig.
So. Also, schmecken lassen. Da muss es ja jetzt gut schmecken, wenn es so gut ich riecht. Ich booste halt erstmal. Ja, mach. Ich wollte riechen und booste. Damit das Gelee wegfliegt. Oh, das schmeckt übelst fettig. Schmeckt aber besser als erwartet. Wie wenn du bei der Wurst außen den ganzen weißen Fettrand hast. Auch so trocken und sandig. Da ist Trick 17. Trinken. Und dann in die Dose kotzen. Kotzt doch durch das Rohr vom Spielplatz da. Du musst da deine Socken ausziehen. Also das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das ist das Beste bis jetzt. Deckung? Ja, das mit dem Trinken funktioniert auch nicht so gut. Wir hätten echt eine Tüte mitnehmen müssen. Ich kann in dem Moment nicht aufstehen und dann weglaufen. Das funktioniert nicht. Machst es nur schlimmer. Grillhappen. Huhn, Gemüse, Paprika, Creme. Jetzt wird's würzig. Da freue ich mich schon drauf. Mit Verdauungskomplex. Also irgendwie haben Hunde Probleme mit ihrer Verdauung. Ich weiß auch nicht. Also ich hoffe, ihr habt gehört, was der Rams gesagt hat. Mit Huhn, Gemüse und Paprika, Creme. Hört sich eigentlich voll lecker an. Aber das Hund war bis jetzt eigentlich immer das Bessere, oder? Von beiden. Guck mir die ganzen Fliegen an. Toll, das kann man nicht mehr essen, wenn jetzt die Fliegen schon dran waren. Mmh, jetzt habe ich mich schon drauf gefreut. Ach so, hier. Wieso ziehe ich auch für so eine Scheiße jedes Mal eine helle Hose an? Guck mal, wie die Fliegen hier rumfliegen. Guck dir das mal an. Hey, das ist genial. Mit Paprikacreme. Das ist das Beste. Das kann ich dir aber nicht so teilen, oder? 1, 2, 3 Fliegen in the hood. Bei mir sind die großen Fetten, bei dir kommen nur die kleinen. Das sind aber Scheißhausfliegen, die grünen. Die setzen sich vorher auf Kot. Ja, ja, sind sie doch jetzt richtig. Du hast auch eine helle Hose an, du bist genauso ein Trollo wie ich. Ich hab die immer an. Die wird ja von alleine dann dunkel. Ist deine Katzenfutterhose, oder was? So. Ey, wenn du da noch ein bisschen Paprika mehr dazu machst, hast du Lecho. Grillhappen, Huhngemüse, Paprikacreme. Ich erkenne überhaupt nichts hier dran, aber egal. Die Tiere freuen sich. Schön. Also dann. Ein Löffel. Schmecken lassen. Paprika, Creme, Zeug. Guck mal, das werden immer mehr. Da kommt zwischendrin so ein Geschmack durch. Es ist immer dieses Sandige wieder in den Zähnen irgendwie. Ich finde, der Geschmack an sich ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber die Konsistenz und dieses Sandige, darauf komme ich nicht klar. Das nächste Mal braten wir das alles. Was übrig bleibt, hauen wir alles in eine Pfanne, braten es und essen es nochmal. Mit Fliegen. Ach, hast du jetzt noch einen gegessen? Gut. Ne, ich habe einen Löffel zu abholen. Den Löffel. So, weil die Fliegen uns jetzt angreifen. Guck mal, das ging runter ohne trinken. Das ist das Beste. Ich hab schon zu viel getrunken. Also 2 Dosen dabei. Das andere ist aber Alkohol. Wenn ich noch zum Sport gehe, dann kann ich jetzt kein Alkohol trinken. Ach du Armer. Naja, dann. Also im Sprühbar. Junior kommt jetzt. Viel Spaß. Das können wir ja wieder filmen. Ich muss erstmal runterschlucken. Guck doch mal, wie süß, wie sie da sitzt. Vor allem. Ach so, ja, gut. So, jetzt haben wir Junior-Pastete. Reich an Geflügel. Für die Kleinen unter euch. Im Hause. YouTube. Alter, das sieht aus wie Dünnpfiff und noch irgendwas. Nein, geh nicht daran. Das Katzenfutter sieht immer gleich aus, oder? Quatsch. Na doch. Du machst es schon. Nur, dass es vorhin dunkler war und jetzt heller wird. Das ist das Geflügelfleisch. Ich glaube, ich trinke vorher einen Schluck. So, das mal weg hier, nicht, dass ich von beiden esse. So, komm her, mein Lieber. Alter, wo kommen denn die Fliegen her?
Wie so. Killerfliegen. Also dann, schmecken lassen. Jetzt habe ich es gar nicht nochmal vorgelesen. Wie, was ist denn hier? Das Rote. Junior Pastete mit Geflügel. So, guten Appetit. Riecht auch immer gleich, das Katzenfutter. Das schmeckt genau wie Tobi das davor. Und das andere war Huhn? Ne, ich will es nicht anfassen, sonst gehen die ganzen Viecher wieder weg. Original Dorschleber. Aber esst nicht zu viel Dorschleber, nur alle paar Wochen. Wisst ihr Bescheid. Wegen der Überfischung. Wollen wir nicht lieber Eis essen, ist nichts, um anstatt... Jetzt hauen wir uns dann so schnell rein, dass uns das Leben gefriert. Das ist gut, es schmeckt wunderbar. Beziehungsweise, das ist so flüssig und weich, das schmiert von alleine einfach runter, das müsst ihr gar nicht kauen. Da hat die Katze was richtig gemacht, sagen wir es mal so. Wir haben noch ein Grillhappen-Rind mit Julienne-Karotten. Achso, du hier, du bist ja der Öffner. Julienne-Karotten kennt man. Das ist ein Robert, oder? Robert, wir wissen, wo dein... Mach's Remi auf! Hund! So, also als nächstes haben wir Grillhappen, reich an Rind mit, wie hast du gesagt, Julienne-Karotten. Und wieder Verdauungskomplex. Hunde Julien können nicht kacken. Der war gut, der war gut, der war nix. Jetzt der Hund. Schaut euch das an. Toll, das stand schon so lange in der Sonne, dass es eine Suppe geworden ist. Da willst du sagen, das ist normal so flüssig. Aber das ist ein gutes Zeichen, da musst du nicht so viel kauen. Mmh. Eigentlich ist es ja sinnlos, wenn wir eh nur einen Löffel nehmen, oder? Mmh. Komm, einmal noch. Mmh. Ja, wenn das dann im Müll landet, also ich sag da nichts dazu. Die Fliegen essen es doch weg, das können wir doch hier stehen lassen. Oder wollt ihr jetzt wieder noch irgendwas essen? Oh, also jetzt müssen wir euch wieder dahin packen. Und glaub, haben. Jetzt kommt noch mehr Fliegen. Also Rind und Julienne-Karotten. So. Das ist schön so. Grillteller mit Pommes, warum nicht? Oder mit Reis? Boah, also dann. Den Löffel, der quillt ja überall an allen Ecken. Ich hab da einfach reingebaggert. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Aber es hat auch wieder so Klumpen. Ja, kräftiges Rind in würziger Soße. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mal die arme Ameise. Dein Teller sieht aus. Also sieht gut aus mit Soße dran hier. So sieht's aus, wenn ihr zu Hause esst und so im Nobelrestaurant. Da ist extra die Soße abgetupft, dass das nicht so eklig ist. Jetzt sind die Fliegen auch alle weg. Da sind die leeren Teile, also. Das, ich brauch ewig, bis ich das runterkriege. Und bist jetzt stolz drauf auf dein neues Video. Wenigstens habe ich eins. Also, manche Sachen haben an sich eigentlich einen relativ guten Geschmack. Aber die Konsistenz, dieses Sandige immer zu. Und dann hast du, überkommt dich trotzdem immer so ein Wirkreflex, so ein ekliges Gefühl. Ich krieg's nicht runter. Deswegen. Schluck Bier. Nee, danke. Da kommt sich jetzt erst recht. Weil, weil es 500 Dosen Bier ist, deswegen. Wisst ihr Bescheid? Tun. Lass mich doch Scherze über das 500 Dosen Bier machen. Oha. Jetzt müssen wir weg. Na, jetzt muss ich erst noch den Rest kurz und dann. Ich krieg's nicht runter. Jetzt ein bisschen krieg ich nicht runter. Guck mal, wie lange das noch haltbar wäre bis. 23. Bis 23. Also, wenn ihr mal irgendwie unterwegs seid und nicht wisst, was ihr mitnehmt, lässt sich gut verstauen. Kann man so essen mit einem Löffel wie ein Joghurt. Kann ich nur empfehlen. Unterschiedlicher kann es nicht sein.
Guckt euch das an, alles. Also, ich muss es nochmal zeigen. Wie eklig das da aussieht, wie braun es da ist, das ist alles so und so. Und dann habt ihr hier plötzlich sowas. Das ist doch wunderbar, das sieht gut aus. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Was hast du gesagt? Milch ist Gift. Milch ist Gift. Ich würde sagen, der Mann verabschiedet sich jetzt auch gleich in seinem Video. Ja. Es ist schön, dass man das mal getestet hat, aber das ist jetzt nichts, was man jetzt unbedingt nochmal wieder machen muss. Außer man findet andere Sorten, hey, dann sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Nee, habt ihr das auch schon mal gemacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt von unserer Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Manns Haulwurf. Und checkt sein Video ab, da seht ihr die Kehrseite der Medaille. Und bäh. Bis zum nächsten Mal. So, wir müssen natürlich noch aufräumen, ja. Das heißt, wir müssen hier auch die Packung wegräumen. Das ist wichtig. Dafür steht ja hier dieser Bär. Oh mein Gott. Ich glaube, es wäre wirklich sinnvoll, es nicht in den Bären zu tun. Aber wir tun es einfach dann in den Bären. Ja, ist das voll? Nicht zu Hause nachmachen. Die Katze braucht auch noch was. Ja, das passt da. Das passt original da. Guck mal, der Bär hat Hunger. Da wird er gefüttert. Wir denken halt an unsere Mitbären. Da sind schon wieder Fliegen drauf, ich sag's dir. Friss! So. So muss das sein. Und jetzt noch ein Bier.